hallo, willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 4. Willkommen in unserer kleinen Lava Factory, die ich auch seit der letzten Folge nochmal ein bisschen umgebaut habe. Ihr habt ja vielleicht gesehen, ich arbeite jetzt mit einem Raytracing Shader, habe auch nochmal das Resource Pack ausgetauscht, werdet ihr dann gleich sehen, wenn ich aus dieser Ecke hier dann gleich rausgehe. Heute soll es aber eigentlich eher um das ME-System gehen, was wir heute bauen werden zusammen. Und ja, weil ich sag mal so, wir hatten bisher Simple Storage, das war soweit, so cool, hat uns treue Dienste geleistet und ja, stößt aber jetzt dann irgendwann schon auch an die Grenzen. Und das ME-System ist eigentlich in jedem Modpack, schaue ich immer als allererstes, ist das ME-System mit drin. Dann, das ist einfach ja mit die coolste Art, finde ich, auf Items zuzugreifen, Dinge zu craften und vor allem auch Autocrafting zu betreiben. Und ist einfach, ich sag mal, der nächste logische Schritt, den wir heute zusammen gehen werden. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal schnell ins Questbook rein, was dort zu dieser Mod steht. Hier auf der Seite seht ihr, das war alles Simple Storage. Da geht es auch schon noch ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, da kommen wir vielleicht irgendwann mal dazu. Vielleicht, ich meine, ich will ja schon auch alles erfüllen, alle Quests. Aber jetzt hier tiefer einsteigen, finde ich, macht keinen Sinn, wenn ja auf der Seite hier unten uns einfach das ME-System erwartet. Und starten tun wir letzten Endes mit der Quest Accepting Your True Power. Und ja, dafür brauchen wir einen Energy Acceptor. Das ist im Endeffekt das Item, mit dem unser ganzes System dann Strom bekommt. Das heißt, hier leiten wir Strom rein und dann wird im Endeffekt der Strom an alles, was so an dem Bus, an dem ganzen System angeschlossen ist, damit mit Strom versorgt, teilweise sogar Maschinen. Ich gebe mal einen ganz kurzen Ausblick. Also Ziel wäre es tatsächlich, heute bis hier hinten durchzukommen. Und dafür brauchen wir neben dem Energy Acceptor dann verschiedene Prozessoren. Und die können wir uns wiederum mit Hilfe von ja, Silicon Press und so weiter, Logic Press, dann herstellen. Da haben wir insgesamt 4 Stück. Das ist in anderen Modpacks ein bisschen anders. Da kann man sich die Dinger nicht herstellen. Hier schon. Da muss man normalerweise dann mit dem Kompass durch die Landschaft laufen und nach einem Meteor schauen, der eingeschlagen ist oder mehrere. Und ja, der ist aus Obsidian, da gräbt man sich dann durch, ist natürlich dann auch ein bisschen aufwendiger. Und in der Mitte ist eine Kiste, wo dann so eine Press drin ist. Also die kann man sich normalerweise nicht herstellen. Umso blöder ist es, wenn eine dann mal irgendwie weg ist. Ja, dann kann man nämlich gerade wieder loslaufen. Hier können wir uns die tatsächlich herstellen, finde ich gut. Und wir brauchen natürlich auch ein paar weitere Ressourcen, zum Beispiel Crystals. Ja, Flux Crystal oder Pure Flux Crystal für die einzelnen Items. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Energy Acceptor und schauen mal, was wir dafür brauchen. Und dafür geben wir jetzt einfach mal Energy ein. Dann sollte der hier gleich erscheinen, der Energy Acceptor. Und ihr seht, das ist auch relativ simpel. Hier in der Mitte haben wir was Neues, aber ansonsten ist hier Iron erstmal außenrum und Quarzglas. Quarzglas können wir uns herstellen, indem wir einfach den normalen Quarz, Nether Quarz, durch einen, ja, Grinder oder was wir hier, einen Crusher durchlaufen lassen, eine Manufactory. Und dann kommt hier Crushed Quarz raus, bisschen Glas dazu, dann haben wir Quarzglas. Also alles ganz easy. Und dann haben wir in der Mitte 2 Optionen, einmal den Pure Fluix Crystal und den Fluix Crystal. Wir machen erstmal den Fluix Crystal. Und da seht ihr, ja, das hier können wir noch nicht. Da freue ich mich allerdings auch, wenn wir das freischalten. Aber wir können mit dem Infuser oder auch mit dem Alloy Furnace, können wir Mineral Chunks und Redstone miteinander kombinieren. Und dann kommt das dabei raus. Ich habe auch schon ein bisschen was eingepackt, seht ihr hier. Und ich meine, ich habe es auch irgendwo schon in eine Maschine gepackt. Ich glaube, das war oben. Oder? War es hier unten? Nee, war glaube ich oben. Denn ich habe hier natürlich schon so ein bisschen vorbereitet. Das heißt, wir werden uns heute hier so ein bisschen ausbreiten. Das System selber soll hier hin. Also hier zum Beispiel, ja, könnt ihr euch vorstellen, kommt der Energy Acceptor rein. Deswegen habe ich da schon mal einen Block rausgemacht. Und jetzt schauen wir einfach mal. Manufactory, da ist nichts. Da ist auch nichts. Genau, da. Können wir das mal mit reinwerfen. Also wie gesagt, das Manrail und den Redstone. Und dann bekommen hier wir Flux Crystals raus. So, ist auch gleich schon wieder Breaking Bad Achievement. Ich glaube, ja, hier hatte ich auch noch ein paar rein. Also das sollte soweit passen. Bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich glaube, wir müssen die dann auch nochmal verkleinern demnächst. Und damit wir die anderen Items noch herstellen können. Aber jetzt bauen wir erstmal den Energy Acceptor. Da brauchen wir genau einen. Wunderbar. Und den packen wir hier unten rein. Zack. So. Das Ding braucht Strom. Und da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal unsere
GPS-Marker. Und jetzt wird spannend, weil wir hier ja nicht mehr sehen, wo was ist. Aber ich glaube, hier oben genau war Energy. Schauen wir einfach mal, wo eins frei ist. Zack. So viel braucht das Ding auch nicht. Wird natürlich mehr, wenn wir dann mehr Maschinen oder mehr, ja, IT letzten Endes hier an das Ding anschließen. Wozu wir dann auch gleich kommen. So, jetzt schauen wir mal nochmal hier rein. Energy Acceptor, den haben wir. Um jetzt den Logic-Prozessor herzustellen, brauchen wir erstmal die Presses. Wie gesagt, 4 Stück. Jetzt haben wir hier, es sind sogar 5 Stück, sehe ich gerade. Die Name-Presser noch gar nicht ausprobiert. Wir brauchen heute auf jeden Fall diese 4 quadratischen. Da springen wir einfach mal kurz rein. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder, wenn wir schon eine haben, dann können wir mit dem Inscriber und je nachdem Block of Iron in dem Fall uns einfach eine weitere herstellen. Soweit, so gut. Das Ding haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Also erstmal keine Option. Aber wir können ein Cast herstellen. Das heißt, mit unserer Schmiede, da können wir in dem Fall jetzt hier Tef Alloy reinpacken. Wir brauchen so einen Cobblestone Circuit Mold. Ja, das brauchen wir, das müssen wir noch herstellen. Und dann bekommen wir das auch raus. Also das wäre so der Weg, den wir heute gehen. Um das Ding hier zu bekommen, gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar mit einem Inscriber. Das heißt, irgendwie anscheinend brauchen wir jetzt einen Inscriber als nächstes. Wenn wir den Inscriber dann gleich haben, packen wir da einen Chiselhead Cast rein und ein bisschen Cobblestone und dann bekommen wir das Ding hier raus. Insofern würde ich sagen, geht es jetzt erstmal in Richtung Inscriber. Und ja, ist auch super einfach. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Eisen. Wir brauchen eine Sticky Piston, so 2 und einen, ja, nochmal so ein Kristall. Sollten wir eigentlich alles haben. Jetzt schauen wir einfach mal. So, zack. Zack. Ja, perfekt. Wir brauchen allerdings davon gleich mehrere. Und deswegen mache ich das jetzt mal so. Denn es gibt erstmal 3 verschiedene Prozessoren, ja, die jeweils Printed-Teil erstmal herstellen. Dann brauchen wir noch Silikon, das ist der 4. Und dann brauchen wir eigentlich auch noch im Endeffekt einen Inscriber je Prozessor, der uns das Ganze zusammenbaut. Also man kann es alles mit einem machen, ist dann ein bisschen aufwendiger. Dadurch, dass wir hier diese Dinge in rauen Mengen haben, machen wir da nicht lang rum. Und nehmen jetzt einfach mal einen. Wir können den eigentlich sogar hier draufstellen. Der müsste dann auch schon Strom bekommen, glaube ich. Oder? Da brauchen wir dann noch ein Kabel. Sehen wir gleich. Und da können wir im Endeffekt das hier, jetzt habe ich allerdings keinen Cobblestone, mal ganz kurz, da sollten wir ja doch noch ein bisschen was haben, packen wir hier rein. Und er hat Strom, okay, sehr gut. In dem Inscriber seht ihr übrigens dann auch, wir können hier noch Upgrades reinpacken, damit das Ganze schneller wird, das werden wir auf jeden Fall tun. Allerdings hat er momentan noch ein Problem, das heißt, wenn ich hier 63 reintun will, das geht nicht, man kann immer nur 1 reintun. An sich ist das auch ganz cool gemacht. Ja, ihr seht, wie das Ganze sich zusammendrückt und im Endeffekt das Ding dann herstellt. Hier reicht uns theoretisch auch eines. Ich mache jetzt trotzdem 4, denn ich habe ja gesagt, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet mit der Schmiede. Und dafür macht es dann einfach Sinn, gleich 4 von den Dingern zu haben. Wie gesagt, wenn ihr das macht mit einer Schmiede, reicht auf jeden Fall auch 1. So. Apropos Schmiede. Ich habe ja hier drüben, wie gesagt, das Ganze schon so ein bisschen vorbereitet. Und je nachdem, was für einen Prozessor wir herstellen wollen, ich packe das jetzt mal gerade hier rein, brauchen wir unterschiedliche Materialien. Und zwar beginnen tut es hier vorne mit einem Block of Iron. Soweit, so gut. Nachdem ich da mehrere brauche oder später noch haben will, habe ich hier gleich mal 3 Blocks rein. Ihr seht, das Ding ist aber nicht groß genug, deswegen, das geht dann nach und nach. Als nächstes, das können wir eigentlich schon mal hier laufen lassen. Als nächstes haben wir einen Block of Steel, auch noch ganz easy. Und jetzt wird es dann schon spannend. Wir brauchen nämlich hierfür dann Ferroboron-Alloy. Und hier hinten brauchen wir, das war glaube ich Tough. Ja, Tough-Alloy. Das Ferroboron, können wir mal ganz kurz gucken. Na, komm her. Ferroboron-Alloy, das können wir uns herstellen im Alloy-Furnace zum Beispiel mit Steel. Und mit Boron. Das hatten wir, glaube ich, aus der Lost Cities Dimension, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Herstellen können wir das so noch nicht. Aber dann bekommen wir hier, ja, im Endeffekt 2 Stück raus. Wir brauchen insgesamt 9. Also ein Block kann man tatsächlich nicht direkt bauen, sondern wir müssen hier einfach 9 von den Dingern reinwerfen. Und genauso mit dem Tef Alloy. Da können wir auch mal schauen. Da ist er.
Da ist er. Das können wir uns herstellen mit Ferroboron-Alloy, also was wir hier ja schon hatten. Und dann noch Lithium. Ich glaube, das war auch aus der Lost Cities Dimension. Bekommen wir auch 2. Also brauchen wir auch 9. Packen wir hier rein. Und ja, ich lasse das jetzt mal hier auch mal drüber laufen. Das dauert auch einen Moment. Und hier vorne können wir schon mal schauen, was rausgekommen ist. Also aus dem Block of Iron bekommen wir ein... wir müssen sie in die Hand nehmen. Eine Silicon Press. Ja, das ist die erste, die wir brauchen. Dann bekommen wir hier aus dem Block of Steel unsere Logic Press. Hier bekommen wir unsere... Ja, was war das? Engineering. Und ganz zum Schluss noch... Ja, ihr seht auch, wir bekommen hier jedes Mal ein Achievement. Bekommen wir unsere Calculation Press. Also das heißt, wir haben alle 4 zusammen. Und können jetzt hier drüben, theoretisch, schauen wir hier nochmal rein, ihr seht, das haben wir jetzt auch schon alles erfüllt, können uns unseren ersten Logic-Prozessor herstellen. Bevor wir das machen, würde ich allerdings tatsächlich gerne das Ding hier nochmal wegpacken und erstmal uns ein paar Kabel herstellen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Und zwar nehme ich normalerweise, wenn ich das System baue in anderen Modpacks, dann macht schon Sinn, hier in so Covered Cable und dann auch die dickeren Kabel und so weiter zu nehmen, weil ja man dann im Endeffekt sich auch nicht in die Quere kommt mit den Channels. Channels haben wir hier nicht. Normalerweise kriegt man durch so ein Kabel halt nur eine gewisse Anzahl an, ja, Informationen durch. Das heißt, wir können beispielsweise vielleicht 8 Maschinen oder so anschließen, mehr nicht. Wenn wir mehr anschließen wollen, brauchen wir ein dickeres Kabel oder müssen eine zweite Leitung legen. Das ist zum Glück, muss ich sagen, hier alles deaktiviert. Das heißt, es gibt keine Channels, wir können so viel wie wir wollen an ein kleines Käbelchen anschließen. Und gerade hier in unserer Lava Factory ist das grandios, ja, weil ansonsten sind überall Kabel. Deswegen nehme ich auch hier einfach das ME Glass Cable. Das schauen wir uns mal an, das ist auch eigentlich ganz easy. Wir brauchen wieder unsere Fluix Crystals und wir brauchen Quarzfiber. Das haben wir noch nicht hergestellt. Dafür brauchen wir Crushed Quarz und normales Glas. Müssen wir mal gucken. Da haben wir sogar ein bisschen was. Sehr gut. Und dann stellen wir uns das doch einfach mal. Da brauchen wir sowieso viel. Ja, ich werde ja überall in der Basis irgendwo, machen wir gleich nochmal welche, werde ich ja Maschinen haben, die ich daran anschließen will. Und dementsprechend nehmen wir das jetzt mal. Und ich würde fast sagen, wir gehen... Komm. Mal hier rüber, weil dann haben wir einfach ein bisschen Platz. Und hier drüben habe ich auch schon ja Maschinen hingestellt, die wir dann anschließen wollen. Deswegen macht es Sinn. So. Und dann legen wir hier mal das Kabel. Das Kabel brauchen wir auch übrigens hier nicht wundern, an der Stelle. Weil wir dann gleich sehen, warum. Und hier gehe ich jetzt einfach mal rüber. Über das Kabel haben wir einerseits die Möglichkeit, Informationen auszutauschen, also im Endeffekt Maschinen anzuschließen, die dann durch irgendeine Logik irgendwas für uns tun. Und wir können aber auf der anderen Seite auch, jetzt gehen wir mal hier runter, Strom drüber leiten. Also manche Maschinen brauchen einfach Strom. Zum Beispiel unsere Inscriber. So, gehen wir mal hier hin. Zack. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, es macht Sinn, den Inscriber hier hinzustellen. Dann machen wir mal hier 3. Und hier machen wir mal die restlichen hin. 2 weitere werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen, aber das soll jetzt erstmal reichen. Und jetzt gehen wir hier einfach mal und schließen die hier so mal an. Dann haben die zumindest schon mal Strom. Und jetzt können wir beginnen und können hier unsere Press reinpacken. Wir nehmen hier einmal Silikon. Wir nehmen hier Logic. Die 2. Die lasse ich erstmal noch weg. Die brauchen wir gerade noch nicht. Das heißt, das Ding, man sieht es zwar nicht, hat Strom. Ja, ich glaube sogar hier ist die Anzeige falsch. Contains 0 RF. Also wahrscheinlich hat es vielleicht auch gar keinen Puffer. Puffer ist auch so eine Sache. Da werden wir auch hier noch eine bauen. Eine Applied Energetics Energy Cell.
Denn das System hat teilweise schon so Lastspitzen, sage ich jetzt mal. Das heißt, irgendwie die Maschinen laufen alle los zum gleichen Zeitpunkt und dann kommt das System einfach nicht nach. Und dieser Energy Receptor, ja, hat halt auch nur eine gewisse Menge an Energie, die er im Endeffekt direkt weitergeben kann. Deswegen macht so eine Batterie dann Sinn. Die packen wir einfach mit dazu oder dazwischen und die fängt diese Lastspitzen ab, weil ansonsten kann es passieren, dass zwischendurch wirklich der Strom komplett weg ist und wir nicht mal mehr aufs System zugreifen können. Um jetzt unseren ersten Prozessor herzustellen, ich habe hier schon mal Prozessore eingegeben, haben wir hier die Möglichkeit, also es gibt einmal Calculation, Engineering und den Logic. Wir sollen als erstes ja den Logic-Prozessor bauen. Dafür brauchen wir ein Printed Logic Circuit. Müssen wir mal gucken, wie wir das herstellen. Redstone haben wir und Printed Silikon. Okay, also das heißt, die beiden Dinger sind irgendwie neu, die brauchen wir im Inscriber dann später. Schauen wir einfach mal hier rein, oder wir schauen mal hier bei Silikon. Dafür brauchen wir auch den Inscriber, denn dafür ist genau die Silicon Press und da packen wir Silikon dazu und dann bekommen wir so ein Ding hier raus. So, ich würde sagen, das schauen wir uns gleich mal an. Beziehungsweise beim Printed Logic Circuit ist im Endeffekt das gleiche, einfach die Logic Press, und ein Goldingot. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Gold, nehmen wir uns schon mal raus. Und wir brauchen Silikon. Da hatte ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Kann ich euch vielleicht kurz zeigen. Das können wir herstellen, indem wir einfach Sand durch einen Crusher oder eine Manufactory durchlassen. Dann bekommen wir Silikon raus. Also auch ganz easy. Das Silikon packen wir hier bei der Silicon Press mit rein. Ja, leider auch immer nur eines. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen mehr noch automatisieren, auch am Anfang. Denn ihr seht ja hier so Pfeile. Das heißt, ihr könnt hier auch Items reinleiten. Das heißt, wir könnten jetzt von der Seite, wobei da natürlich direkt was daneben steht, könnten wir immer wieder Silikon reinleiten. Und ich glaube, nach unten raus könnte man das Silikon sich dann auch auswerfen. Es gibt von dem Inscriber allerdings auch noch eine Advanced Version. Oder war doch... Advanced. Da ist noch ein bisschen Zeug drumrum, Hopper, ja, könnt ihr euch vorstellen. Da haben wir dann einfach die Möglichkeit, zum Beispiel einen ganzen Stack reinzupacken. Und der packt auch, der baut auch dann den ganzen Stack. Also das ist eine feine Sache. Das Ding werden wir auf jeden Fall bauen. Allerdings brauchen wir dafür auch weitere Prozessoren. Das heißt, da kommen wir dann einfach später noch dazu. So, wir haben unser erstes Printed Silikon. Ich packe gleich nochmal eins rein, denn das wird ja, da werden wir noch ein bisschen mehr brauchen. Hier bei der Logic Press packen wir Gold rein, genau das gleiche, und dann bekommen wir ein Logic Press. Logic, Printed Logic Circuit. So. Um jetzt das zu kombinieren, hier haben wir zwei, hier haben wir eins, brauchen wir praktisch den dritten und da packen wir Printed Logic Circuit rein, wir packen Printed Silikon rein und wir brauchen noch ein bisschen Redstone. Allerdings nicht ein Block, sondern normales Redstone. Packen wir hier dazu und dann seht ihr hier, ja, sieht man sogar die Items hier drinnen, jetzt werden die zusammengedrückt, bam, und wir haben unseren ersten Logic Prozessor. Live Long and Processor ist die Quest. Und ja, das heißt, sieht ja eigentlich schon soweit ganz gut aus, würde ich sagen. Was uns allerdings jetzt natürlich noch fehlt, ist hier in der Mitte einmal ein Windows ME, nicht wirklich, aber ein ME-Terminal. Denn damit können wir dann auf unsere Items, die wir später drin speichern wollen, zugreifen. Das gibt es auch in mehreren Variationen. Das normale ME-Terminal ist tatsächlich nicht so spannend. Interessanter ist dann doch das Crafting-Terminal. Da können wir einfach Dinge dann auch schon herstellen. Und dann gibt es noch für Flüssigkeiten, hier sogar für Gase mittlerweile, habe ich noch nie verwendet. Werden wir vielleicht aber auch dazu kommen, mal schauen. Und ja, dann zu guter Letzt noch ein Drive, also ein Drive Bay oder wie, ja genau, Obtain a Drive Bay. Das heißt im Endeffekt so ein kleiner Schrank, wo wir die Festplatten, die wir dann auch noch, die Storage Cells bauen werden, einfach reinstecken können. 10 Stück passen da jeweils rein. Das heißt, auch von dem Ding werden wir wahrscheinlich im Laufe des Let's Plays noch ein paar mehr hinstellen. Und auch die Dinger, wobei die 1K tatsächlich jetzt nur für den Anfang interessant ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal kurz, was wir für das Terminal brauchen. Wie gesagt, wir haben hier mehrere. Wir haben einmal das Crafting Terminal, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Wir haben was für Fluids, wir haben ein ME Interface Terminal, ein Pattern Terminal. Das wird dann später interessant, wenn wir Rezepte im Endeffekt craften, um Autocrafting zu ermöglichen. Und
das normale ME-Terminal, was dann die Basis auch oft ist. Ich würde sagen, wir schauen mal hier, was wir für das Crafting-Terminal brauchen. Das sehen wir schon. Wir brauchen einen neuen Prozessor, den Calculation-Prozessor, eine Workbench und das normale ME-Terminal. Und ja, wenn wir hier mal reinschauen, da gibt es weitere neue Items. Ja, wir brauchen den Logic-Prozessor, da haben wir welche, beziehungsweise ich habe ein bisschen welche hergestellt in der Zwischenzeit. Wir brauchen zwei von diesen Cores, einmal den Formation-Core und den Annihilation-Core. Wenn wir hier mal reinschauen, sehen wir, wir brauchen Fluix Dust. Den haben wir noch nicht, habe ich aber auch schon so ein bisschen was hergestellt, indem ich hier einfach von unseren Fluix Crystals was in die Manufactory reingepackt habe. Dann bekommen wir den Fluix Dust. Und jetzt schauen wir mal, wir brauchen ja noch einen weiteren Prozessor. Ja, ich habe hier hinten auch schon mal ein bisschen vorbereitet, habe hier unsere Engineering Press rein. Da kommt ein Diamant, die sehen hier in dem Texture Pack ein bisschen merkwürdig aus. Ein Diamant rein, funktioniert dann genauso und bekommen wir hier ein Printed Engineering Circuit raus. Nehmen wir mit und habe hier auch noch ein paar Silikon vorbereitet. Und jetzt packen wir das auch einfach wieder mit Redstone hier rein und bekommen unseren ersten Engineering-Prozessor. Da mache ich gleich nochmal einen. Ich glaube, wir brauchen auch mindestens zwei. Und jetzt schauen wir einfach nochmal rein. Das Ding sollten wir haben. ME-Terminal. Schauen wir einfach mal. Also Logic-Prozessor. Wir brauchen Fluix Dust. Und wir brauchen Mineral Chunk. Sollten wir haben. Machen wir mal zwei Stück. Dann brauchen wir den anderen Core. Da brauchen wir Pure Nether Quartz, also Nether Crystals zum Beispiel, oder die Pure. Die können wir uns dann aber auch noch herstellen. Fluix Dust und wieder einen Logic Prozessor, auch zwei Stück. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das Ding bauen. Logic Prozessor. Dann haben wir noch diese Panels. Die sind auch recht einfach. Da brauchen wir einfach Quarzglas, ein bisschen Glowstone, ein bisschen Redstone und Eisen. Also auch alles nicht so wild. Mache ich auch gleich mal. Und dann können wir uns das Ding herstellen, ME-Terminal. Und jetzt sollten wir, ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich haben wir keins mehr. Bauen wir uns das so zusammen und wir brauchen einen anderen Prozessor. Wir brauchen einen anderen Prozessor, nicht gut. Wir brauchen nicht den Engineering, sondern wir brauchen den Calculation. Und wenn wir hier mal reinschauen, brauchen wir Printed Calculation. Und dafür brauchen wir sogar den Pure Nether Quartz Crystal. Und herstellen können wir uns den, indem wir Nether Quartz Seeds erstmal herstellen. Der kommt dann in einen Enrichment Chamber. Ich glaube, da steht auch schon eine. Und das wiederum stellen wir uns her einfach mit Sand und mit Crushed Quartz. Sollten wir alles haben. 64. Smelting Enriching Factory. Und da packen wir das jetzt einfach rein. Der verteilt es auch wieder schön. Und wir kriegen hier unten unsere Pure Quartz raus. Und die packen wir zusammen mit dem Calculation, mit der Calculation Press hier rein. Ich glaube, da reicht uns auch tatsächlich erstmal einer. Nehmen wir uns den und packen das Ganze hier mit Redstone und Printed Silikon. Und dann bekommen wir unseren ersten Calculation Prozessor. Okay, jetzt sollten wir das bauen können. Zack, und wir haben ein ME-Crafting-Terminal. Allzu viel craften können wir da drin tatsächlich momentan noch nicht, denn wir haben ja noch keinerlei... Ich packe das mal hier hin, ich finde das immer ganz cool. Wenn wir hier reinschauen, haben wir im Endeffekt, sieht aus wie eine große Kiste, in der allerdings kein Platz irgendwie ist. Wir können nichts reintun, das liegt daran, dass wir noch das Drive und natürlich den Storage brauchen. Sobald wir das haben, können wir hier Items reintun und können dann, ja, im Endeffekt hier rüber dann craften und dann zieht sich das aus dem System, so wie das auch mit der Remote Storage ist oder mit dem Request Table von Simple Storage. Ich würde sagen, kommen wir doch mal zum Drive. Und zwar für das ME Drive, da brauchen wir zwei von den Engineering. Bin ich jetzt gar nicht sicher, ob wir zwei haben. Wir brauchen Iron und wir brauchen ein ME Glass Cable. Ja, wir haben zwei, sehr gut. ME Drive und das packe ich jetzt mal. Muss natürlich auch hier an dem Kabel angeschlossen sein. Ich packe es einfach mal hier hin. Ja, ist angeschlossen. Allerdings, ihr seht, hier ist noch nichts drinnen. Und wenn wir hier nochmal bei den Quests reinschauen, haben wir schon fast alles erfüllt. Uns fehlt eigentlich wirklich nur noch hier diese Energy Storage Cell, also diese kleine Batterie. Und eine normale Storage Cell, um Items zu speichern.
So, da schauen wir mal rein. Da werdet ihr dann auch froh sein, wenn wir das Ganze automatisieren können, denn die größeren Zellen basieren natürlich auf dem next kleineren, ja, und dementsprechend wird so ein Rezept, wenn man so eine große Zelle dann bauen will, wir können ja mal, falsch gedrückt, Storage, wenn wir hier zum Beispiel mal reinschauen, das ist eine relativ große hier mit 64 KME Storage, die basiert auf 3 mit 16, die basiert jeweils auf 3 mit 4K und was wir heute bauen, erstmal ist ein 1KME Storage und das sieht folgendermaßen aus. Wir brauchen hier Fluix Crystals. Ich hoffe, wir haben noch welche, haben die nicht alle durch die Maschine gejagt. Wir brauchen einen Logic Prozessor, den sollten wir haben und ein bisschen Redstone. Und es funktioniert. Wir haben unsere erste Storage Component. Allerdings müsst die noch in ein Gehäuse hier mit rein. Und da können wir mal kurz gucken, was man damit machen kann. Wir können... wo ist es? Hier ist es. ME Storage Cell. Und dafür brauchen wir ein Storage Housing. Ist auch ganz easy. Ein bisschen Quarzglas, ein bisschen Redstone und Iron. Und das Ganze kombiniert miteinander ergibt dann unsere erste Festplatte oder Diskette oder wie ihr es nennen wollt. Ich denke mal eher Festplatte. Die packen wir hier rein. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Items hier oben reinzupacken. Also, soweit, so cool. Allerdings natürlich nicht unbegrenzt. Ja, wenn ihr hier mal guckt, das Ding ist grün. Das bedeutet, da ist noch Platz drauf. Allerdings wird es relativ schnell voll. Denn ihr seht, wir können auf so einer Festplatte 63 verschiedene Types, also Items, ja, das ist im Endeffekt Sand, Eisen, keine Ahnung, verschiedene Items. Und wir können natürlich nur eine gewisse Anzahl von diesen Items. Das heißt, wir haben beide Limitierungen. Das heißt, wir können nicht unendlich, wenn man ein Item reintut und irgendwie 100 Stück, würde nicht gehen. Ja? Aber wir können auch nicht von einem Item unendlich viel reinpacken. Ihr seht hier 9 von 1024 Bytes used. Die 9 sind im Endeffekt ja, die 7 Printed Engineering Circuits. Also es ist auch jetzt nicht so, dass man 1024 hier reinpacken kann, sondern es ist abhängig von Item, ist es halt weniger oder ein bisschen mehr. Und dementsprechend macht auch die 1K Storage Cell tatsächlich nur am Anfang Sinn, um das Ganze erstmal auch euch ein bisschen zu zeigen und um natürlich hier die Quest zu erfüllen, weil dafür brauchen wir das. Ansonsten würde man das wahrscheinlich gar nicht bauen und direkt zu einer nächstgrößeren gehen. Ich würde sagen, wir schauen vielleicht nochmal ganz kurz wegen der Energy Cell. Ja, dann haben wir die auch noch. Und ihr seht, momentan brauche ich natürlich auch noch unser normales Simple Storage, weil wir hier noch nicht alles drinnen haben. Energy Cell. Und ja, da schauen wir einfach mal. Da haben wir hier auch Pure Nether Quartz Crystal. Die nächste Größe. Ja, okay, das sind dann die Dinger. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, bauen das Ding und packen das. Wir könnten natürlich, wobei ich, geht das? Ich probiere das jetzt mal aus, ob das auch den Strom hier durchleitet, beziehungsweise, ja, das sieht gut aus. Also das fungiert hier im Endeffekt nicht nur als Stromlieferant, sondern leitet auch die Informationen hier durch. Das heißt, wir sind hier trotzdem mit dem Kabel weiterhin hier unten dran angeschlossen. Und haben Zugriff hier auf das ME-Drive. Ja, das soll soweit erstmal für heute gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir das Ganze dann natürlich noch ein bisschen automatisieren. Wir werden eventuell in der nächsten oder übernächsten Folge die Maschinen hier auch dann anschließen, damit die automatisch losrennen, wenn wir irgendwas brauchen. Wir werden natürlich die Inscriber anschließen, dass die loslaufen, weil gerade das hier davor stehen, ist immer ein bisschen anstrengend. Und die tauschen wir natürlich auch noch aus gegen die Advanced Version. Dann macht das Ganze viel mehr Spaß. Wir werden das Ganze natürlich auch schneller machen, ja, mit hier entsprechend den Speed-Upgrades. Und zu guter Letzt, beziehungsweise das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge schon direkt machen, gehen wir mit dem Kabel dann auch noch hier runter, um ja, unser altes Simple Storage mit anzuschließen, damit wir im Endeffekt Zugriff auf alle Items haben und ja, letzten Endes hier oben dann unser Crafting in Zukunft machen werden, beziehungsweise es gibt auch noch so ein Terminal für unterwegs, das bauen wir uns natürlich auch noch.
Also ihr seht, wir haben noch jede Menge vor hier in der Lava Factory und mit dem ME-System. Freut euch auf die nächste Folge. Wenn ihr neu auf dem Kanal sein solltet, lasst doch ein Abo da. Gerne natürlich auch ein Like. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Oder wenn ihr Fragen habt, soweit ich sie klären kann, immer, immer gerne. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch mal schreiben, was ihr von dem Shader haltet und generell von Raytracing. Ich muss sagen, ich finde es richtig cool. Bin gespannt, wie das Ganze dann auch in der Welt außerhalb hier von unserer Lava Factory aussieht. Also wenn wir dann zum Beispiel mal in Neta gehen, da war ich nämlich tatsächlich noch gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, da wird es sehr rot dann, ja, außenrum. Beziehungsweise auch in den anderen Dimensionen, wie das Ganze dann, das Wasser und eventuell irgendwelche Bäume, die sich bewegen im Wind, wie das Ganze aussieht. Also seid gespannt, wir haben hier noch jede Menge Dinge zu entdecken. Also, macht's gut, bis dann und Servus!